Ich rufe nun seinen Gegner in die rote Ecke. Er kommt von der Invictus Kick- und Thai-Box-Schule in Saalfeld. John the Hazard Kallenbach! Für diesen WM-Titelkampf darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Es ertönen die Nationalhymnen von beiden Kämpfern. Zuerst für unseren Gast in der blauen Ecke. Und die deutsche Nationalhymne, gesungen live von Sydney King. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit ist des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Und das sind die Details zu beiden Kämpfern. In der blauen Ecke, 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, gewogen mit 75,6 Kilogramm. Er wird betreut durch Stefan Reiter. Bisher 78 Kämpfe, 64 Siege, 29 Bände der vorzeitig durch Knockout. Er ist deutscher Meister des WBC, zweifacher Weltmeister der WUFC und der AFSO. Und er ist der erste Kämpfer aus Deutschland, der beim traditionellen King's Birthday Cup in Thailand angetreten ist. Vom Cherokee Gym in Trier, ladies and gentlemen, Berat the Crocodile Aliyu! Sein Gegenüber in der roten Ecke, 33 Jahre alt, 1,88 Meter groß, ebenfalls gewogen mit 75,6 Kilogramm. Er wird betreut durch Matthias Weber und Ferenc Schmidt. Bisher 69 Kämpfe, 56 Siege, 24 beendete er vorzeitig durch Knockout. Er ist dreifacher Weltmeister der WKU, WKA und IKBO. Von der Invictus Kick- und Thai-Box-Schule in Saalfeld. Meine Damen und Herren, John the Hazard Kallenbach! Der Ringrichter in diesem WM-Titelkampf, Rick Kokü aus den Niederlanden. Es ist Zeit für den Hauptkampf des heutigen Abends. Ein Kampf zwischen zwei Kämpfern, die sich nicht nur seit Jahren kennen, sondern seit Jahren gut befreundet sind, miteinander trainiert haben und die hier um den vakanten WM-Titel der WFCA kämpfen werden. Ja, wie du sagst, beide Kämpfer kennen sich lange, sind gut befreundet. Aber in diesen 5x3 Minuten geht es wirklich darum, herauszufinden, wer der Bessere ist. Und danach ist die Freundschaft auch wieder aktiv.
Das wollen wir zumindest hoffen. Beide Kämpfer gehören zu den besten deutschen Sportlern in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm. Und wir freuen uns natürlich, beide hier in Halle begrüßen zu dürfen. Ganz großes Kämpfen hier auf hohem Niveau. Abschluss der heutigen Veranstaltung. Wir freuen uns auf 5 spannende Runden. Beide haben eine Vielzahl von Titeln im Laufe ihrer langen Karrieren gewinnen können und können heute einen weiteren prestigeträchtigen Titel dieser Sammlung hinzufügen, den WFCA-WM-Titel. Derzeit vakant, früher gehalten von Niki Holzgen, der inzwischen beim Kickbox-Marktführer Glory in den Ring steigt. Also sehr, sehr prestigeträchtiger Gürtel. Und so war es ja auch angedacht von Birat, als er die Aufforderung bei Facebook geschrieben hat. Hier geht es wirklich um den Gürtel, um rauszufinden, wer der Beste ist. Und beide beginnen hier mit starken Kicks. Beide sehr abgeklärte Kämpfer. Ja, 78 zu 69 Kämpfe, das ist natürlich ganz schön, was da im Startbuch steht. Und beide sind hier keine Neulinge. Deswegen auch der vorsichtige Anfang. Herr Kallenbach immer gefährlich mit seinen langen Gliedmaßen. Birat hier mit guten Kombinationen, schließt gut mit dem Lowkick ab. Überfallartig, kommt ja hier mit harten Lowkicks rein. Ja, wie du sagst, John Kallenbach natürlich bei der Größe mit den Knien immer brandgefährlich. Ein Knie ist da zum Kopf so schnell getreten. Hier kann eine Aktion alles entscheiden. Aliu, der erste deutsche Kämpfer, der beim Kings Cup in Thailand antreten durfte. Und das keine Ehre ist. Hier mit einem schönen geswitchten Kick. Natürlich clever, sieht, dass John die Lowkicks vorne blockt und geht dann nach oben drüber. Starke Aktion. Beide Kämpfer erhöhen jetzt hier das Tempo. Schöner Sidekick von Aliu. Kallenbach in der Rechtsauslage mit schönen Händen. Versucht hier Ringdominanz zu beweisen, aber Aliu dreht jetzt hier das Tempo auf und landet harte Treffer zum Kopf. Kallenbach scheint hier hart getroffen zu sein und in Schwierigkeiten. Kontert mit einem Knie. Er hat hier eine harte Hand genommen, war hier definitiv angeschlagen in der Ringecke. Definitiv, das hat man in den Augen gesehen. Da hat er Kopf gerackelt, versucht mit dem Knie hier raus zu kontern, um sich in den Clinch zu retten. Aber die hat gesessen, die hat auch Wirkung gezeigt. Aber Aliu hat das natürlich gesehen, seine Ecke weist ihn drauf hin, macht Druck. Geh nach vorne, man sieht die Nase von Kallenbach, stark gerötet schon von diesem harten Treffer. Die Frage ist natürlich, lässt man sich von sowas aus dem Konzept bringen, wie weit hat das Wirkung gezeigt? Kallenbach zwinkert vermehrt schon die ganze Zeit in dieser Runde. Ich frage mich, ob er vielleicht etwas Vaseline in die Augen bekommen hat oder etwas anderes. Wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn seine Sicht hier beeinträchtigt wäre. Fängt hier den Highkick ab, und den Gegner zu Boden. Und versucht hier die Ringdominanz wieder zu finden. Ja, versucht. Lange Hände hier vom längeren Mann. Schöne Knieattacke von Kallenbach. Birat zirkelt sehr gut raus. Da sieht man auch beide Kämpfer sehr erfahren, ja, auch von der Ringstrategie. Harte Aktion hier von Aliu. Das war ein Stoß, da ist nichts passiert. Das war die erste Runde. Sehr, sehr unterhaltsame Runde. Hier wird es ein bisschen nass. Aber Birat hier, starke Aktion, hat er John Kallenbach ganz schön durchgerüttelt. Ja, man hat gesehen, wie der Kopf hier wirklich von links nach rechts geflogen ist. Aber John Kallenbach hat das in der Ringecke gut überstanden, hat selber mit dem Knie gekontert. Er hat sich relativ schnell wieder gefangen, scheint jetzt wieder im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein. Sah aber kurzzeitig wirklich so aus, als wäre er da in sehr, sehr großer Gefahr. Definitiv, von hier sah es wirklich knapp aus. Ja, der Ringrichter fast angezählt, aber hat sich dort gut raus befreit aus der Aktion mit dem Knie und ist jetzt auch wieder voll da und es kann nur spannender werden in der zweiten Runde, Markus. Ich freue mich auf einen echt spannenden Kampf. Ja, absolut. Aliu hat ja natürlich jetzt gegen Ende der Runde ganz schön viel Energie auch verpulvert, weil er den Sack vielleicht auch zumachen wollte. Weiß aber natürlich nun auch, wie er John Kallenbach hier beikommen kann. Beide Kämpfer, wir hatten schon angesprochen, kennen sich auch bereits aus dem Training, kennen die Schwachstellen, kennen die Stärken ihres Gegenübers. Das macht es natürlich besonders schwer für beide Kämpfer. Und da zwinkert John Kallenbach schon wieder. Ich weiß nicht, was da mit seinen Augen los ist. Ich habe es schon in vorigen Kämpfen gesehen. Es passiert bei John ab und zu, dass er zwinkert. Das hat, glaube ich, nicht so viel zu tun, dass ihm was ins Auge läuft. Es ist sicherlich auch die Anspannung, hier den Hauptkampf zu bestreiten gegen so einen starken Gegner. Wenn man da nicht nervös ist, dann weiß ich es auch nicht.
Ayu wieder derjenige, der hier das Tempo bestimmt. Schöner Pushkick von Kallenbach. Beide laufen sich hier gegenseitig die Ringdominanz ab. Jan Kallenbach versucht immer wieder in die Ringmitte zu kommen. Low Kicks geblockt von Aliu. Blockt die sehr, sehr gut, ja. Sieht die Low Kicks schon im Ansatz. Blockt die mit dem Schieben, das ist natürlich auf Dauer auch unangenehm, um in so einen Block reinzulaufen. Beide Kämpfer schlagen im Schlagabtausch hier daneben. Aliu versucht das Tempo hochzuhalten. Schöner Kick zum Kopf hier von Kallenbach. Technisch stark. Technisch sehr, sehr hochklassiges Duell hier. Kallenbach trifft eine linke. Starke Schlaghand von John Kallenbach, ja. Und die hat gesessen. Hat den Gegner wirklich im Ansatz ausgekontert. Aber Aliu scheint die hier einfach so abzuschütteln. Lässt sich nicht beeindrucken. Und das kracht hier ganz schön Schienbein auf Schienbein. Aber das merkt man in der Sekunde, wo es passiert ja gar nicht durch das Adrenalin. John Kallenbach enorm groß für seine Gewichtsklasse. 1,88. Dadurch auch sehr, sehr schwer für ihn, Gegner hier zu finden. Hat sich vor dem Kampf darüber auch beschwert, dass immer wieder Gegner Kämpfe nicht annehmen wollen aufgrund seiner Größe. Aber nicht so Berat Aliu. Ja, der Beste sein will, muss gegen die Besten kämpfen und da kann die Größe keine Rolle spielen. Und Berat macht das bis jetzt hier sehr, sehr gut, sehr variabel, trifft die Low-Kicks. Und hat bis jetzt noch keine Probleme mit der Distanz. Kallenbach attackiert hier mit langen Kicks und langen Händen. Treibt Aliu jetzt hier durch den Ring, trifft aber bislang nur die Deckung. Und immer wieder die Blocks. Und Kallenbach muss da mit seiner Schlaghand stärker durchkommen und den Gegner stoppen. Er hat schon zweimal im Ziel gesessen. Davon muss noch ein bisschen mehr kommen. Jetzt scheint Kallenbach auf seine Deckung auf jeden Fall besser aufzupassen. Aliu ist noch nicht gelungen, wieder einen harten Treffer zu landen, aber jetzt stellt er ihn hier am Seil. Diesmal clever gemacht von John Kallenbach, sofort die Situation rumzudrehen, sich nicht in der Ecke festnageln zu lassen. Weil er hat den Clinch auch gesucht, aber fängt sich hier trotzdem eine harte Rechte ein in der nächsten Ecke. Kriegt eine harte Rechte, kontert aber sofort mit dem linken Knie. Aber da gab es wieder zwei Hände hinterher von Aliu. Der hier wirklich angstlos nach vorne geht, da ist wirklich alles drin. Wieder unglaublich actionreiche zweite Runde hier, Sebastian. Oh ja, das definitiv. Also ein Fest für die Zuschauer. Die beiden checken sich wirklich nichts. Berat immer wieder mit variablen Kicks, blockt die Low-Kicks gut und kommt mit den Händen durch. John Kallenbach natürlich auf die Distanz mit seinen Knien. Erfolgreich mit die linke Schlaghand ist zweimal durchgekommen. Das sah gut aus. Insbesondere die linke von Kallenbach sieht sehr, sehr gut aus. Ich frage mich, warum er sie nicht öfter bringt. Macht oder hat für mich in dieser zweiten Runde ein bisschen zu wenig gemacht. Könnte, wenn er ein bisschen mehr auftritt, glaube ich, auch noch mehr punkten hier. Denn du hast es gerade angesprochen, seine langen Arme, seine langen Beine, die finden immer wieder ihr Ziel. Und Aliu, wenn man ihm Raum gibt, selbst zu agieren und den Kampf zu gestalten, dann attackiert er auch mit harten Aktionen, wie er jetzt immer wieder gezeigt hat. Definitiv, wenn du ihm den Raum gibst, aufzubauen, ist er wirklich variabel, bringt auch mal spektakuläre Aktionen. Und John Kallenbach muss da wirklich seine Reichweite nutzen. Die Low-Kicks sind heute nicht seine Reichweite. Blockt da Berat sehr, sehr gut. Sollte sich wirklich auf seine linke Schlaghand verlassen und schauen, dass er den Gegner hier auf Distanz stoppt. Wir werden sehen, wie die Ecken beider Kämpfer ihre Athleten hier jetzt eingestellt haben für diese dritte Runde. Schöner Kick zur Körpermitte von Kallenbach. Jetzt kickt er auch höher, ja. Die Low-Kicks das Ziel gefunden, dann geht er eine Stufe höher. Das ist taktisch eine gute Marschrichtung. Schöner Inside-Low-Kick von Aliu. Ja, die sind wirklich blitzschnell, diese Low-Kicks in. Und die hinterlassen auch Spuren. Und das ist erst in der dritten Runde. John Kallenbach muss noch zwei Runden. Und das vordere Bein. Aliu jetzt hier deutlich aktiver mit seinen Kicks. Und John Kallenbach blockt die Low-Kicks nicht. Und das kann natürlich so einen Kampf auch ausmachen, weil es sind noch zwei Runden und man muss sich auf den Beinen bewegen. Und wenn da die Low-Kicks einschlagen, die hinterlassen natürlich Wirkung auf dem hohen Niveau, was beide Kämpfer hier haben. Wieder ein harter Low-Kick getroffen hier und wieder ein harter Low-Kick von Aliu, der jetzt gemerkt hat, dass er damit auf jeden Fall weiterkommt bei Kallenbach. Und da war die Linke von John Kallenbach. Berat bewegt sich ja sehr gut und kontert die Kicks aus. Hier ein bisschen zu tief, unabsichtlich, das kann natürlich passieren. Da gab es eine kurze Ermahnung vom Referee. Und da geht's weiter.
Kallenbach in der Ringmitte, hat die kurzen Wege, aber Aliu macht das hier gar nicht. Du hast gesagt, bewegt sich sehr gut, fängt hier einen Kick ab. Aber sportliche Fairness lässt ihn einfach stehen, anstelle ihn zu werfen. Aliu bleibt beweglich. Schöner Low-Kick. Der straffe Low-Kick auf das vordere Bein von John Kallenbach. Gefällt mir hier sehr, sehr gut mit den Low-Kicks Behrad Aliu in dieser dritten Runde. Und jetzt das Knie von John Kallenbach. Davon haben wir heute Abend noch zu wenig gesehen. Das muss er mehr ins Ziel bringen, um den Kampf hier noch zu gewinnen. Ja, ist ein bisschen zu unvariabel hier, John Kallenbach. High-Kick hier von Aliu auf der Deckung gelandet. Oh, der Behrad brandgefährlich. Die Kicks sind sehr, sehr schnell. Gerade die Low-Kicks, die schlagen wirklich mit Wirkung ins Ziel ein. Hier wieder der Inside-Low-Kick. Aber mit einem Push-Kick. Die linke geht leider ins Leere. Schön gemacht von Aliu, der immer wieder mit Aktionen an den Mann geht. Abklincht. Und das gleiche Spiel wieder von vorn beginnt. Harte Hände hier. Harte Rechte, die hier durchkommen. Vom Kämpfer aus Trier. Anfeuerungsrufe jetzt hier von den Fans von Behrad Aliu, die zahlreich hier in die Saalestadt angereist sind. Aber auch John Kallenbach hat seine Fans hier im Hintergrund. Beide Kämpfer natürlich mit großem Fanpublikum angereist. Beides beliebte Kämpfer. Und auch menschlich sehr, sehr, sehr nette, umgängliche Menschen, kann ich sagen. Das ist die dritte Runde vorüber, Sebastian. Und sehr, sehr schwer zu wertendes Duell. Ich würde sagen, Aliu hier mit seinen Kicks auf jeden Fall die Nase vorn bisher. Kallenbach macht ein bisschen zu wenig. Kommt immer wieder mit langen Händen durch, aber bringt sie einfach zu selten, um hier auf den Punkt Richterzetteln. Ja, ich glaube, er hat sich in dem Kampf viel auf die Low-Kicks aus der Distanz verlassen. Und die blockt da Behrad wirklich vorbildlich ab mit Schiemann auf Schiemann. Und jetzt muss sich John Kallenbach natürlich darauf einstellen und eine Stufe höher gehen oder mit dem Knie oder Schlagkampf punkten. Solange das nicht macht und den Behrad den Raum lässt, der ist natürlich spritzig, explosiv. Also ganz, ganz starken Kampf, den er hier macht. Genau, da sprichst du es an. Er lässt ihm den Raum. Behrad Aliu hat genug Platz zum Arbeiten und nutzt den auch. Stürmt immer wieder nach vorn mit harten Kombinationen und hat insbesondere jetzt in dieser dritten Runde immer wieder mit einem harten Low-Kick abgeschlossen. Und es wird sich zeigen, ob der nicht vielleicht auch seine Wirkung jetzt zeigt in den letzten Runden hier. Vielleicht noch an der Beweglichkeit ein bisschen kratzt von John Kallenbach. Wie du schon sagst, der Low-Kick aufs vordere Bein ist natürlich das Bein, wo du dich drauf bewegst. Hier mit einem geswitchten Kick John Kallenbach. Sehr schöner Kick von Kallenbach. Das ist natürlich die Antwort darauf auf so einen geblockten Low-Kick. Ja. Ein Bein deutet an und das andere Bein kickt. Also gut von der Ringecke hier eingestellt auf die Blocks von Behrad. Aber Aliu scheint es hier nichts auszumachen, dass er der kleinere Mann ist. Attackiert hier mit Low-Kick-Serien. Und jetzt arbeitet John Kallenbach aber mit seinen Händen und davon muss er mehr machen. Davon hätte er schon vor einigen Runden mehr bringen sollen. Dreht jetzt hier das Tempo ein bisschen auf. Jetzt musst du kommen. Bekommt Behrad Aliu hier aus seiner Ecke zugerufen. Soll aktiver sein. Damit ist er bisher gut gefahren. Hier wieder im Clinch. John Kallenbach muss natürlich jetzt hier Vollgas geben. Muss auch den Behrad unter Druck setzen. Schöne Kombination von Aliu. Der immer wieder gefährlich bleibt mit seinen High Kicks und seinen Low Kicks. Alle Ebenen attackiert. Weiß man wirklich nie, wo die Kicks einschlagen. Schlagen sie am Oberschenkel ein oder zum Kopf. Und so spritzig, wie er die tritt, da ist natürlich Power drin. Und Aliu bleibt beweglich, lässt sich hier nicht stellen von Kallenbach. Und das in der vierten Runde, ja, also ist konditionell super von beiden Kämpfern. Immer noch dieses hohe Niveau zu fahren, Hut ab. Nicht umsonst gehören und diese beiden Kämpfer schon zu John den Kallenbach. Besten ihrer Gewichtsklasse. Nicht umsonst haben sie so viele Titel gewinnen können. Das schon, ja. Wieder ein harter Low-Kick hier von Aliu. Gut ausgekontert, ja. Kallenbach sollte anfangen, die zu blocken. Schön mit dem Sidekick rausgearbeitet und bewegt sich gut, lässt sich in der Ecke stellen. Oh, ein schöner Aufwärtssack hier von Aliu. Ja, unglaublich aggressiv und schöner Cross hier durchgekommen. Und da ist Kallenbach schon wieder angeklingelt hier am Seil. Ähnliche Szene, natürlich schon in der ersten Runde.
Und die Schläge zeigen Wirkung. Kallenbach lässt sich erneut stellen am Seil. Er muss da raus, wenn er jetzt hier nicht weitere Treffer bekommen will. Kriegt einen weiteren Cross. Da kippt der Kopf nach hinten. Harte Treffer von Aliu, aber ich staune, dass Kallenbach hier noch im Kampf bleibt. Du weißt, du hat hier 3-4 wirklich harte Treffer nehmen müssen. Ganz großes Kämpfer, das lässt sich hier gar nicht erst anziehen. 10 geht weiter noch. Schon wieder in der Ecke und Aliu attackiert weiter. Sollte es das hier schon gewesen sein in der 4. Runde für John Kallenbach. Doch, der gibt nicht auf. Aliu lässt ihm ein bisschen Platz, lässt ihn kommen. Muss selbst erstmal durchatmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die 4. Runde hier beide Kämpfer. Eine kommt noch, da darf sie natürlich jetzt nicht ausbauen vor der letzten Runde. Auch wenn das K.O. förmlich in der Luft liegt. Kallenbach hat hier erneut eine brenzlige Phase überstanden. Runde. Und schafft es in die 5. und letzte Runde. Sehr, sehr brenzlige Situation hier. Starke Runde für den Mann aus Trier. Und starke Runde für den Mann aus Trier, so sieht's aus. Und ich glaube, hätte er noch ein bisschen mehr im Tank gehabt, hätte er den Sack hier sogar zumachen können. Aber musste einfach einen Gang zurückschalten. Wir dürfen nicht vergessen, in der 4. Runde beide Kämpfer schon 12 Minuten gekämpft. Das ist eine ganze Menge bei dem Tempo, dass diese beiden hier gehen. Das definitiv. Also Hut ab schon mal davor, dieses Tempo zu gehen. Da sieht man wirklich, das sind Leute, die sich professionell darauf vorbereiten. Die nehmen das Ganze wirklich ernst. Ganz großes Kino, was die beiden hier zeigen. Ich habe vor dem Kampf mit John Kallenbach gesprochen. Er sagte, ich erwarte einen Hammerkampf, Sebastian. Und ich glaube, da hat er nicht zu viel versprochen. Den liefern beide Kämpfer hier ab. Definitiv, Marc. Also was wir bis jetzt gesehen haben, war wirklich Kampfsport auf hohem Niveau. Wir sind gespannt auf die 5. Runde. Jetzt wird es nochmal hart. Red Corner, Blue Corner. Es wird sich zeigen, wer hier noch die meisten Körner übrig hat. Kallenbach muss aufpassen, dass er sich nicht wieder stellen lässt in der Ecke am Seil. Und jetzt zweimal wirklich hochgefährliche Situation überstanden. Da gibt es eine Umarmung der beiden guten Freunde und Trainingspartner. Aber jetzt geht es nochmal 3 Minuten dagegen. Sollte Aliu noch ein bisschen Energie im Tank haben, wird er jetzt nochmal aufdrehen wie in der letzten Runde. Und dann wird es nochmal gefährlich für Kallenbach, der jetzt aber selbst die schöne Linke landen konnte. Schöner Superman-Punch. Das ist natürlich überraschend, wenn die Schlaghand eingesprungen wird. Das verringert die Distanz. Und jetzt auch mit dem High-Kick. Jetzt ist er variabler mit den Kicks, John Kallenbach. Hätte er schon mal eher bringen sollen. Zwar nur die Deckung getroffen, aber das hält Aliu natürlich am Denken. Genau, jetzt auch mit den Push-Kicks. Jetzt ist er variabler. Aber Birat natürlich, erfahrener Mann, lässt sich auch nicht so schnell und einfach beeindrucken. Kallenbach schon wieder mit dem Rücken am Seil, muss da raus. Ist wieder einen ganz harten Low-Kick zum vorderen Bein. Und Birat bewegt sich super, lässt sich nicht in die Ecke stellen, zirkelt sofort drumherum, nimmt wieder die Ringmitte ein. Sehr, sehr schöne Beinarbeit, du sagst es. Und wieder einen harten Low-Kick ausgekontert. Und immer wieder diese Ferngesten zwischen beiden Kämpfern, die zeigen, Kampf ist Kampf und persönlich ist persönlich. Was für ein hartes Duell sich hier diese beiden Freunde liefern. Respekt schon mal davor. Harter linker Treffer jetzt hier von Aliu. Beide antworten und mit Kicks hier. Kallenbach sucht den Clinch. In den letzten Minuten lässt sich immer wieder mit dem Rücken ans Seil treiben. Kann jetzt aber Aliu hier in der Ecke stellen. Ein schönes Knie. Aber Aliu tut das einzig Richtige, clincht. Dreht beide Kämpfer. John Kallenbach jetzt hier im Vorwärtsgang, nimmt die Ringmitte ein. Aber wieder der Clinch, das ist nicht das, was ihm jetzt passieren sollte. Letzte Sekunden dieses Kampfes hier laufen. Aliu nochmal mit starken Attacken und Kallenbach Feuer zurück aus allen Rohren. Ganz stark, die beide jetzt nochmal Vollgas geben, ja. Die letzten Sekunden hier nochmal Highkicks, harte Schläge. Schön aufwärtshaken von Aliu. Da ist nochmal alles drin. Ja, hier wieder das Angeklinche, die letzten Sekunden laufen. Das wird eine knappe Geschichte. Aliu hier nochmal mit dem Schlusssport. Schöne Aufwärtshake. Gut ausgekontert. Starke Arbeit von Birat hier. Aliu gibt hier Gas bis zur letzten Sekunde, aber Kallenbach versucht mitzuhalten. Im Endsport jetzt nochmal. Nimmt aber immer wieder harte Treffer vom kleineren Mann, Berat Aliu. Das Knie leider ins Leere. Kallenbach wirkt frustriert.
Ayo stellt ihn wieder in der Ecke. Es laufen die letzten 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden dieses WM-Kampfes laufen. Beide Kämpfer am Ende ihrer Kräfte lassen sich hier feiern. Was für ein Kampf, Sebastian. Wahnsinn. Was für ein WM-Duell. Ganz, ganz starker Kampf. Hut ab vor beiden Kämpfern, was die hier heute Abend gezeigt haben. Ganz, ganz, ganz großer Kampfsport. Ja, wer sagt, dass gute Freunde sich nicht auch mal gehörig auf die Nase geben können? Das war auf jeden Fall eine unglaublich harte Schlacht hier von beiden Kämpfern. Definitiv, ja. Also ich glaube, das wissen auch die Zuschauer so honorieren, was die beiden hier gezeigt haben. Und egal, wer hier als Sieger hervorgehen wird, ich glaube, die haben sich beide einen riesen Applaus verdient für diese Show heute Abend. Das mit Sicherheit. Kallenbach hat hier eine Menge Courage gezeigt, die Herausforderung akzeptiert von Berat Aliu. Hat sich hier gegen seinen guten Freund in den Ring gestellt. Und hat auch alles gegeben, auch wenn es heute Abend eventuell nicht gereicht hat. Trotzdem. Ich glaube, es könnte nicht gereicht haben. Aliu hat hier wirklich die besseren Attacken gehabt. Konnte Kallenbach hier ein ums andere Mal in arge Bedrängnis bringen. Aber Kallenbach bittet hier um Applaus und bekommt ihn auch von dem Publikum in der ausverkauften Erdgas-Sportarena in Halle an der Saale. Aber genauso sportlich muss man das sehen. Man kann nicht immer gewinnen. Wenn alle gewinnen würden, wären wir alle Weltmeister. Es gibt immer jemanden, der besser ist, und wir sehen das sportlich und überlassen es den Punktrichtern. Hier ist das offizielle Urteil. Fünf Runden, faire, aber harte Action. Und ich glaube, beide haben wirklich diesen Applaus für sich verdient. Schon gestern bei der Waage, da konnte keiner von beiden ernst bleiben. Die haben beide gelacht wie ein Honigkuchenpferd. Dann musste man sich fragen, können die wirklich heute richtig kämpfen? Aber ich glaube, das haben sie in den 5 Runden eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir haben ein einstimmiges Punktergebnis. Punktrichter 1 wertete 50 zu 45. Punktrichter 2 wertete 50 zu 46. Und Punktrichter 3 wertete 50 zu 47. Für den neuen Weltmeister WFCA aus der blauen Ecke, Berat the Crocodile Aliu! Du darfst ihm gerne einen Gürtel überreichen, wenn du möchtest. Yeah.